Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ja, ich habe lange kein Unboxing mehr gemacht, aber heute habe ich mir mal wieder was gegönnt. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal ein Unboxing. Nicht wundern, dass der Ton jetzt so ein bisschen kacke ist. Das liegt einfach daran, das ist hier eine geborgte Kamera. Die habe ich mir geborgt für die Gamescom. Und da habe ich natürlich kein weiteres Equipment, um irgendwie großartig Mikrofon anzuschließen oder sonst irgendwas. Und deswegen entschuldigt bitte für den Ton. Und ja, ich habe auch nicht unbedingt viel Zeit. Ich werde dieses Unboxing jetzt zügiger machen. Aber ich werde euch natürlich alles zeigen, was drin ist. Und natürlich geht es um No Man's Sky. Das habe ich mir nämlich gekauft. Und zwar die Limited Edition. Und ja, hier ist es von Amazon. Wir werden gleich mal sehen, wie das hier ausschaut. Und zack, das ist die Limited Edition von No Man's Sky. Also, er ist wie so Holz gemacht. Sehr, sehr geil. Sieht sehr gut aus. Ich habe das Ganze auf der PS4 gekauft. Ne? So. Okay, wie gesagt, entschuldigt den Ton. Aber geht halt jetzt nicht anders. Und natürlich habe ich wieder kein Messer da, um das hier ordentlich aufzumachen. Was mich gerade ein bisschen ärgert. Aber ich habe einen Stift da. Mit diesem Stift kann man das jetzt so ein bisschen aufreißen. So, jetzt schauen wir, was da drin ist. Wie gesagt, das ist die No Man's Sky Limited Edition. Ach, ich find die Hülle so geil. Ich freue mich auch schon mega auf das Spiel. So sieht das Ganze aus. Wenn man das aufklappt. Ich weiß nicht, was ist das? Ach, das ist einfach bloß ein... Ist da was drin? Nö, da ist nichts drin. Das ist einfach bloß ein Inlay. Und wie ihr seht, zack, kommt hier auch schon einiges rausgefallen. Ja. Hier das No Man's Sky, das richten wir mal dahin. Und kommen wir mal dazu. Oder fangen wir damit an. Was ist das denn? Adventures in No Man's Sky. Ja, und das ist das kleine Comic, was dazu ist. Das ist alles in Englisch, ne? Aber hier, wie ihr seht, ein kleines Comic ist dabei. Ne? Kann man auf jeden Fall mal lesen. Dann haben wir hier ein kleines Artbook, was auch dabei ist. Können wir mal kurz reinblättern. So ein paar Bilder. Ich hoffe, man sieht es jetzt gut. Ich habe die Kamera kaum im Blickwinkel. Weil wie gesagt, das ist eine geborgte Kamera. Und ich habe hier kein Equipment dazu, dass das hier ordentlich aufgebaut wird und sonst was. Ich habe zum Glück noch was gefunden von meiner komischen Lampe, dass ich das wenigstens so ein bisschen aufstellen kann. Also ich sehe da ein bisschen so ein kleines Artbook. Sehr geil. Und zu guter Letzt kommen wir hier zum Steelbook. Ich bin ja sowieso Riesenfan von Steelbooks, muss ich sagen. Ich habe schon einige Sachen mit Steelbook mir geholt, weil es gefällt mir einfach diese Metallhülle. Und die sieht ja wohl mal richtig geil aus. Also das ist hier richtig alles eingearbeitet. No Man's Sky, PS4. Ja, und hier... Oh. Ja, bis ihr das Video seht, habe ich den Gutscheincode sowieso schon eingelöst. Und ja, das ist das Spiel, das ist die Hülle. Man kann ja ganz kurz die Disc rausnehmen, dass ihr das Innenleben der Hülle seht. Da. Sehr cool. Vielleicht mal noch die andere Seite. Das sieht dann so aus, alles silber. Sieht schon echt geil aus. Das ist auch alles ausgearbeitet hier unten. Also wenn man das, ich weiß nicht, wie man das am besten sieht, ihr das. Das ist natürlich sehr geil. Und das ist eine sehr, sehr schöne Steelbook Edition. Ja, das ist sozusagen die Limited Edition von No Man's Sky, liebe Freunde. Und da wisst ihr ja eigentlich, wo stellen wir das hin, dass man das so sieht. So. Und da wisst ihr ja, was jetzt in der nächsten Zeit auf euch zukommt. Ne? Mit No Man's Sky, denn... Ich werde schauen, dass ich heute noch, also heute ist Mittwoch, dass ich heute noch das Ganze irgendwie veröffentliche hier, dieses Unboxing. Und dann wird morgen natürlich das Let's Play losgehen. Ich werde es jetzt in die Blaze reinschieben und werde es installieren lassen. Weil jetzt habe ich den ganzen Tag meinen Sohn im Mann, deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen Zeitdruck.
Und deswegen komme ich nicht zum Zocken erst am Abend. Und deswegen muss ich auch schnell dieses Unboxing machen und kann das jetzt ja nicht schnell so lang gezogen machen. Und ja, dann werde ich das derweil installieren lassen und heute Abend lege ich dann los. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen sehen wir uns dann morgen beim Let's Play. Na? Okay, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat und einen Kommentar. Und ja, das ist die Limited Edition. Comic, Artbook, Steelbook, genial. Die Hülle finde ich auch sowas von episch geil. Dieses Holz, dieses Holzding hier und ist auch Pappe, ne? Ist kein, sieht geil aus. Echt, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich dann morgen beim Let's Play oder übermorgen. Mal gucken, wie ich es schaffe. Auf jeden Fall, vielen Dank und tschüss.